Hallo, ich bin Ilke, 37 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und ich lebe seit, nun sind es 18 Jahren, mit MS. Und mein Thema heute heißt Gesund sein. Was bedeutet das für mich? Ja, der Wert der Gesundheit wird uns allen erst wirklich bewusst, wenn die Gesundheit nicht mehr da ist. Wir nehmen es ursprünglich als Selbstverständlichkeit an. Zumindest habe ich das so gemacht. Nun war ich halt schon sehr jung und als ich meine Diagnose bekommen habe und habe mein Leben ja anders, mit einem anderen Bewusstsein gestaltet. Das wird mir jetzt aber auch erst klar. Ich bin unheimlich dankbar für meine Gesundheit. Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich mich ja so bewegen kann, wie jeder andere gesundere Mensch auch. Gesundheit mit dem Bewusstsein, dass Gesundheit aber keine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube ganz fest daran, dass die Lösung zu meinen Problemen oder ja auch die Heilung meiner Krankheiten, meiner Wehwehchen, dass ich die ganz tief in mir finden kann. Also der Ursprung von dem, was mich belastet. Daran glaube ich und weiterhin, ich glaube auch daran, dass mein Leben, so wie es ist, in allen Aspekten, positive und negative Aspekte, ja, dass ich mir das so geschaffen habe, dass ich es so gemacht habe. In auch die Sachen, die ich nicht haben will, unbewusst und vielleicht auch teilweise bewusst. Also ich arbeite daran, das bewusst zu steuern, aber das ist nicht einfach. Nur ich alleine habe die Macht, also mein Leben zu kreieren und ich will mich nicht als Opfer sehen. Ich will der Gestalter ja, meines schönen Lebens sein und es genießen können. Und das kann nur ich alleine für mich und meine Familie und für meine Kinder. Und auf diese Reise möchte ich dich gerne mitnehmen.